Ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 auf der Xbox One. Was geht ab, Leute? Was geht? Mein Inventar sah so aus. Okay, okay, okay. Folgende Sachen habe ich gemacht. Ich habe mein Leon-Part, ich habe den halt geschnitten jetzt. Also während ich jetzt gerade Claire aufnehme, kurz hier vor, habe ich den halt geschnitten und ich habe in meinem eigenen Videos nachgeguckt, wo ich mit Leon diesen Zünder gefunden habe. Ich weiß wieder ungefähr, wo der war. Kann ich den hier sehen? Der dürfte hier, glaube ich, drinnen gewesen sein. Im Besprechungsraum hatte ich den, glaube ich, gefunden mit Leon. Da werde ich jetzt nochmal hingehen und gucken, ob der da noch ist. Ich bin der Meinung, dass der Zünder hier drinnen war, glaube ich. So, was ich aber auch noch geguckt habe, und zwar, was mache ich mit dem Rubin? Da habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt. Das dürfte hier sein eigentlich. Hier dürfte so ein Kasten sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das werden wir diese Aufnahme mal machen. Und ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe alle Passwörter und alle Tresoren-Dinger rausgesucht, damit ich jetzt auch alles öffnen kann, was halt noch fehlt. Weil mir das einfach mega auf den Sack ging, dass ich halt nicht alles öffnen konnte. Und jetzt können wir das auf jeden Fall machen. Ich habe mir nicht angeguckt, was da drin ist. Ich habe einfach nur kurz auf Google eingegeben, Passwörter und so ein Shit. Und dann habe ich halt alles bekommen. So, hier. Ah, hier ist die Kiste nicht. Kann das sein, dass diese Kiste nur bei beim anderen Run ist? Also bei B oder so, oder wie auch immer diese Runs alle heißen. So, jetzt habe ich hier, ich bin natürlich mega schlau gewesen, ich habe die Codes hier alle aufgezählt, es dürfte, denke ich mal, der hier sein. Ich habe nämlich nicht notiert, welchen ich wo eingeben muss, sondern ich habe einfach nur die ganzen Codes alle irgendwo hingeschrieben. Okay, also mehr war hier nicht drin, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie die Taste drin, die uns noch fehlt. Aber genau dort stand das Ding. Kann das sein, dass es nur so ein Ding ist, was du nur im B-Modus findest, also im zweiten Run von dem Game? So, jetzt müsste ich, ah nee, warte mal. Nee, 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 aber das würde dann auch bedeuten, dass ich die MP nur in B bekommen würde, also im zweiten Run. Weil im ersten, finde ich, bekomme ich ja den Rubin, aber wenn da die Schatulle nicht ist, wo ist denn die Schatulle? Naja, hat mich auch. So, ich musste hier lang. Hier war ich noch nicht drinne? Ach so, stimmt, da. Okay, die Zange habe ich dabei. Ich glaube, da musste ich die Zange benutzen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Hier oben war nichts. Da hinten kommen wir nicht lang. Das heißt, ich muss diesen Weg. Ah, stimmt. Ich muss jetzt nochmal hier irgendwie durch. Gott, wie bin ich da nochmal hingekommen? Ach so. Ah, okay. Ich bin. Ah, okay. Okay. Ich sehe durch. Interessant. Ich weiß, wo lang ich gehen muss. So, den hatte ich auch. Doch, den hatte ich schon aufgemacht. Okay, gut. Da gehen wir jetzt mal wieder zurück ins. Ich wollte gerade sagen, ins Hauptmenü, aber wir gehen einfach mal kurz hier. Zack, zurück in die Base. So. Das erste Ding war hier. Beeilen, beeilen, beeilen. Nein, 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 nein. Ach, Scheiße, er ist schon drin. Was zum Teufel? Kurze Pause nutzen zum Nachher. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen nachher hier Licker, deswegen machen wir das Ding erstmal dicht. Ich meine, mit Leon hatte ich davon so viele Dinger zum Schluss, ich habe die irgendwie nie benutzt. Sollte ich mal auf jeden Fall öfter machen. Achso, stimmt, da den Schlüssel habe ich noch nicht. Genau, jetzt musste ich nur noch hier weiter. Ach, das ist die dramatische Musik da. Ich hab die gar nicht gesehen, ich hab einfach nur die Musik gehört. Oh Gott. Der steht immer noch. Geh mal bitte. Privatsphäre warnen? Meine Güte. Komm mal hoch, dicht. Oh, Digga, guck dir mal sein Gesicht an. Das war ja mehr rot als alles andere. So. Auf jeden Fall bin ich richtig. Ansonsten werden hier keine. Ja, moin, ich habe keine Bretter mehr. War das nicht hier? Ah, ne, hier ist die Tür nicht. Oh, Mann, da kommt noch einer rein. Meine Fresse. Ja, ja, du mich auch. So nervig da hinten, ne? So,
Hier, glaube ich, in diesem Raum war der. Ach, Pistolenmunition habe ich da vorne noch übersehen, okay. War der nicht hier? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier, oh, jetzt habe ich den Raum komplett gelootet. War der nicht hier der Zünder? Die ist komplett bescheuert. Wo war nochmal dieser Zünder? Ah, stimmt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ich habe auf jeden Fall hier schon mal einen Weg. Bling. So, jetzt müsste das Ding durch sein. Ja, jetzt ist das Ding endlich durch. Ah ja, jetzt wollen die da rein. Und wir können hier raus. Und hier ist das Ding. Nice. Ah, und hier ist dieser, guck mal, hier ist dieser Code für den einen Raum. CAP, den ich, ja, bei mir, auf meiner Liste stehen habe. Nehmen wir mit. Hier kann ich nicht rein, ist der schon markiert dann? Nee, ist noch nicht markiert. Da muss ich einmal kurz gegen und jetzt ist markiert, ne? Ja, jetzt ist markiert, okay. So, eine Granate nehmen wir auch mit. Oh, das ist schon an dieser Tür. Dann, sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen, ne? Ich bin jetzt genau hier. Ja, lass mal erstmal rechts lang gehen. Lass erstmal hier durch. Weil ich würde jetzt erstmal die Batterie holen, das schon mal verbinden. Und dann gehen wir nochmal was anderes machen. Weil da oben ist ja noch ein Tresor. Dafür habe ich den Code wahrscheinlich auch hier irgendwo auf meiner Liste. Ich habe nämlich drei Tresoren-Codes. Dann gucken wir mal, welcher dafür der richtige ist. So. Verstauen. Schieben wir dorthin. Hier können wir aber auch mal ruhig zwei erstmal verstauen, denke ich mal. Das Moven dorthin, weil ich weiß, sobald ich dort das Ding nutze, also das Teil benutze, kommen ja Gegner raus, das weiß ich ja noch. Wenn ihr wisst, was. Digga, was glaube ich hier gerade, Bruder, kombinieren? Also, was ich sagen wollte, sobald dieses Ding detoniert, kommen Lecker, das wissen wir noch. Also, ich weiß es zumindest noch, ne, weil ich habe das ja schon gemacht mit Leon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Gegner auch hier kommen werden. Deswegen nehmen wir eine Blendgranate einfach mal sicherheitshalber mit, da können wir die mal so ein bisschen blenden. Warte mal, stimmt, ich müsste eigentlich noch was anderes zum Sprayen mitnehmen. Also irgendwas zum Heilen, weil es kamen dann, glaube ich, danach auch noch neue Licker, ne? War das nicht so das Ding, wo dann noch mehrere Licker kamen? Bin mir da gerade nicht mehr sicher. Aber ich kann auf jeden Fall nochmal hier zum Tresor gehen, genau. Probieren wir mal den. 6... 2 und 11. Das könnte der sogar sein. Ja, okay, gut. JMBHP3. Ist das die MP? J. Was ist denn die. Was ist das denn für eine. Was ist das für eine. Hä? Nee, die MP ist das nicht. Die MP hat den anderen Namen. Warte mal, die war ja hier schon markiert. Die hat irgendwie MQ11. Siehst du, MQ11? Aber hier steht ja nichts von der MQ11. Das ist ja irgendwo was anderes schon wieder. Ich habe keine Ahnung. So, hatten wir noch irgendwo so ein Tresorteil, was noch gemacht werden muss? Oh, ich so mal, stimmt, weil der rauszoomen kann ich nicht. Wagenheber, PC. Okay, dann dürfte ich wohl eigentlich durch sein mit dem ganzen Mist. Da kommen wir jetzt später durch, wenn wir das Teil haben. Ah, da ist die explosive Barrikade, genau. Davor ist dann noch der Raum mit dem Licker. Da muss ich dann auch noch durch. Ich weiß, was das gerade für ein Geräusch war. So, wir gehen jetzt runter, schmeißen Bruder, ich komme gerade auf den Namen. Gott, wie ist das Ding nochmal? Wir schmeißen die Zange, wir nennen es einfach mal Zange jetzt. Ah, Bolzensteine, genau. Den packen wir jetzt mal beiseite. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? So, das Ding kann ich nicht verwenden. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen muss. JMBHP3. Ich habe keine Ahnung. Verstauen wir erstmal. So, das Ding kann auch verstaut werden. Das moven wir dorthin. So, drei Plätze haben wir. Das ist nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Das ist eigentlich noch relativ wenig. Ich würde sagen, wir verstauen das erstmal, aber das werden wir erstmal nicht brauchen. Und dafür nehmen wir dann hier wieder was mit. Ich könnte natürlich Erste Hilfe Spray nehmen. Aber davon habe ich dann nur noch eins. Oder ich mixe mal kurz was zusammen. So wie das hier und das hier. Und dann gehe ich hier rüber, kombinieren und bumm. Ja, so, das packe ich dann hier hin.
einmal absaven, jetzt überspeichern wir den hier. Ja. Es ist 16.07 Uhr übrigens, also bei mir im Raum ist es gerade echt hell. Ich mag es eigentlich nicht, im Hellen aufzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Besonders nicht Resident Evil, das ist so ein dunkles Spiel, das ist eigentlich Atmosphäre. Deswegen nehme ich das immer im Dunkeln auf, irgendwann abends ungefähr. Also wenn es halt hier stockduster ist in meiner Wohnung. Und jetzt gerade ballert die Sonne rechts gerade rein, der Bildschirm ist ein bisschen geblendet. Aber ich kann das nicht später aufnehmen, weil ich heute früh pennen gehen muss, weil ich morgen Autobahnfahrten habe, wegen meinem Führerschein. Und da muss ich sehr, sehr früh raus. Ich glaube, kurz vor 6 oder so muss ich da aufstehen. Naja, es gibt Schlimmeres, ne? So, wie war nochmal der Weg dorthin? Der war hier oben lang, ne? Ach ja, stimmt, der lebt ja immer noch, ne? Die dürften noch alle tot sein. Ja, die sind immer noch alle tot, gut. Ah, nee, okay. Ich habe gerade kurz mal überlegt, Mr. X kam ja erst beim Helikopter. Das heißt, vor ihm sind wir auch noch so ein bisschen sicher. Warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Alter, was zur Hölle? Ich muss noch. Okay, Bibliothek, eine Tasche nach oben. Sorry, ich muss nochmal weg. Ich lasse dich nochmal kurz alleine. Da habe ich kurz einen Denkfehler gehabt. So. Ich musste nämlich noch eine Tasche nach oben. Stimmt. So, wird ein Schuh raus. Ganz genau. Ich habe mich schon gewundert, wo ich rausgekommen bin. Ich dachte mir so, hä? Ah, hier kommen die Lecker raus. Genau da oben. Machen wir uns mal einen Granatwerfer-Schuss schon mal ready. Da können wir da einfach mal ein Ding reinbrennen. Dann gucken wir mal, wie stark das Teil ist. Bestätigen. Safety first. So, jetzt ist er schon mal unten. Wir können ja hier in aller Ruhe alles durchgucken. Ne? Wir haben jetzt die Frau. Frau, Bogen, Schlange. Okay. Frau. Bogen. Ah, das ist die Schlange. Okay, gut. Ich war mir gerade nicht sicher. Jo. So, jetzt wird's richtig lustig. Weil jetzt ist Mortal Kombat gleich. Pass auf. Hier jetzt nicht auch ein Licker? Deswegen sneak ich gerade, weil ich habe das Gefühl, hier war ja auch einer. Also hier kam einer. Nee? Okay. I am a little bit confused. So, jetzt bin ich wieder hier, genau. Jetzt kann ich wieder runtergehen. Merkwürdig, ich war der Meinung, dass hier auch noch ein Licker kam. Komisch. Kann aber auch sein, dass der eine Licker, der da gerade kam, mich die ganze Zeit verfolgt hat. Das kann natürlich auch ganz gut sein. So, was geht ab? Steht immer noch hier. Ah, nee, stimmt. Hier kamen die, ne? Hier waren nachher welche, aber auch nur später. Frage mich, ob ich den Licker getötet habe mit einem Schuss oder ob der jetzt immer noch da rumkrabbelt. Das frage ich mich jetzt gerade. So, wir speichern erstmal ab auf Easiness. Jo. So, weiter geht's. Ich muss die ganze Zeit mein Aufnahmeprogramm im Auge behalten, weil ich habe vergessen, Steam auszumachen vor der Aufnahme. Das heißt, wenn Steam wieder Bock hat, kann es ein Update runterladen. Dann ruckelt die Aufnahme so ein bisschen, dann muss ich wieder kurze Pause machen. Und ich kann das jetzt nicht währenddessen machen, weil Steam ist bei mir auf dem ersten Monitor und ich kann hier nur den zweiten gerade bedienen.
Und auf den ersten ist gerade mein Game, was ich hier gerade spiele. So, das dürfte aber eigentlich alles gewesen sein, ne? Jetzt dürften wir eigentlich alles gemacht haben hier. Was geht ab? So, kurz mal nachdenken. Sobald ich die Münze reingepackt habe, geht's los. Kann ich hier noch irgendetwas machen, bevor wir jetzt hier durchziehen? Rot. Ah, stimmt. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, denn, dass die roten Räume noch so nach dem Motto markiert sind, dass da noch was ist, ne? Ist mir jetzt das aufgefallen. Okay, da kann ich noch was holen. Hier bin ich durch. Hier ist noch etwas. Ja, das weiß ich. Da hinten müsste auch noch die, ja, die ist die MP und allem drum und dran. Okay, ich habe alles. Erstmal habe ich alles. Inventar gefällt mir auch ganz gut. Dann machen wir mal weiter. Okay, er lebt noch.